Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Heute geht es weiter. Wir werden heute, glaube ich, dank unserer neuen Fähigkeit hier und dort drüben eventuell weiterkommen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was dort überhaupt war. Ist für mich wieder ein paar Tage her seit dem letzten Part. Ich habe die letzte Zeit echt sau viel zu tun. Es ist echt nicht lustig. Oh, das war knapp. Das auch. So, wir schauen einfach nochmal, was hier am Anfang denn so war. Und zwar hier drüben. So, genau. Und jetzt? So, da. Das Gute ist, wir können uns hier die Energie direkt holen, die wir gerade verloren haben. So, und jetzt? Geil! Das funktioniert so also nicht. Nice. Also, wir brauchen hier auf jeden Fall noch irgendetwas. Okay, als nächstes schauen wir dann da runter. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich so, weil hier ist auch alles noch vereist, wahrscheinlich müssen wir nochmal unseren Move machen hier mit der Feder und dem, hier dieser, diesem Suppenfeuer. Sau! Sage ich jetzt mal. Ja, damit. Danke. So, hier runter, aber ich glaube, hier war Sand, genau. Au! Hier war Sand, hier haben wir. Und hier unten. Okay, das macht nicht so wahnsinnig viel Schaden. Schade, dass es nicht mehr Schaden macht. So, ich glaube... Ne. Achso, ne, hier war ja Geisterlicht drin. Es sah nur gerade sehr danach aus, als ob man das machen könnte und dann passiert irgendwas Geiles. Aber ne, ich glaube, hier müssen wir... Ah, Moment, ne. Doch. Ja, genau. So eine Kerze gab es hier drüben aber nicht. Und den Sand kriegen wir sowieso nicht weg. Ich bin mein, hier drüben gab es keine Kerze. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr mal so sicher, obwohl wir da vor 10 Sekunden waren. Aber da wird schon keine Kerze gewesen sein. Und wenn nicht, also wenn doch, kommen wir garantiert eh nochmal hier hin. Oder zumindest hier in die Gegend. Weil die Brunnenquelldichtung ist ja nicht weit. Von daher... Stoßangriff, um größere Höhen zu erreichen. Ja, das weiß ich. Ja. Hä? Ach, LB. Hä? Okay, also quasi normal und mit normal und mit Stoßangriff. Okay, so wirklich größere Höhen sind das nicht, aber okay. Gut, Muki. Was riecht hier so nur so? Ist das, kann es sein? Würzige Moormuschelsuppe? Nice. Oh, danke, danke, danke. Ich bin gerettet. Was für eine Suppe. Gemütlicher Hut. Er bietet ausgezeichneten Schutz vor der Sonne. Ich weiß, wo wir hin müssen mit dem. Nice. Endlich weiß ich mal in so einer Hinsicht, wo wir hin müssen. Sehr, sehr cool. Können wir eigentlich...
Wir können nur den Mucki verbrennen. Aber das wollen wir nicht. Moment, ich habe eine Idee. Ja, nämlich. Nein, fast. Sehr gut. Hast du das von der anderen Seite mit einem Hebel? Oh, das macht der. Die kann ich gar nicht zerstören, übrigens. Okay, das, wobei von hier oben. Oh, das war jetzt knapp. Das Teil hat mich fast wieder runtergeschossen. So. Ah, okay. Okay, aber das ist quasi nur der Shortcut. Aber hey, immerhin. Immerhin speichern wir nochmal. Theoretisch könnten wir uns runter teleportieren und jetzt das mit dem Hut machen. Wisst ihr was? Ich will schauen, weil am Ende brauchen wir wieder hierfür irgendwo hier oben was mit. Wobei, nee, komm, machen wir Boris Spitze zu Ende. Wir können uns ja jederzeit wieder her teleportieren. Oh, das ist schlecht. Oh, damit, Moment, wie kommen wir da jetzt hoch? Scheibenkleister. Hier ist aber auch Ende gewesen. Moment. Hier oben bei Tok. Ah, Moment. Dammit. Tok ist noch eine Ebene höher, okay. Ah, dammit! Das Teil habe ich jetzt fast vergessen. Wah! Ach, sind wir zerquetscht worden? Okay, hier ist ja Sand, aber. Ah ne, bei Tok ging es ja dann. Wir waren ja da schon. Nee, hä? Dann. Oh. Oh! Ich weiß übrigens echt nicht, was mich vorhin gerade getötet hat. Irgendwas wird schon gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr was. Na gut. Na, Alter, okay. Wenn man da auf der Seite also ist, dann stirbt man einfach. Nice. Okay, ich glaube, dann ist tatsächlich erstens gedacht. Na, aber! Was für ein Drecksvieh. Wollte schon sagen, stirb. Und zweitens. Nein! Genau so. Ist wahrscheinlich gedacht. Es hält mich zwar meistens nicht auf, irgendwas anderes trotzdem zu machen, aber hey. Aber wie gesagt, auf das kleine Ding habe ich nicht vergessen. Okay, das ist schon voll dabei. Es explodiert ja nach einer Zeit. Weil es verbrennt. Moment, aber da drüben auch. Okay, nee, da. Nee.
Ah, nee, okay, hier gibt's auch nichts. Kein Secret oder was? Okay. Ah. Au. Garantiert. Okay, doch nicht. Hä? Wir müssen da aber irgendwie rein. Okay, hier in den Baum rein kann man... Also ich könnte mir entweder vorstellen, in den Baum selbst rein und da dann drunter. Dammit, lass mich los. Oh, oder hier. Ah. Nein! Okay, da ist das. Da kommt man von oben hin, wie es aussieht. Nicht von hier oder was, oder? Nee. Das ist... Ah, Moment, waren wir eigentlich hier unten schon? Nee, waren wir noch nicht. Nice. Au. Das ist hier nicht so einfach, wie es aussieht. Ich weiß zwar nicht, wie einfach es aussieht, wenn man es nicht selber spielt, aber es ist nicht so einfach. Au. Da habe ich dumm reagiert. Ganz dumm. Gleich ein bisschen Leben regenerieren. Wir können das offensichtlich brauchen bei meinem Skill-Level. Hier, komm. Nein. Lichtstrahl, genau. So, jetzt hier wieder hoch. Sehr schön. Na gut, dann müssen wir... Halte sie immer dran fest. Das war nicht meine Intention. Ich wollte schauen, ob hier... Ob wir eins von diesen diese Eiszapfen, ob die an, also die da rechts unten jetzt hier sind im Bild, ob wir die an einer bestimmten Stelle, wenn wir die treffen, schmelzen können. Hier so genau unter, genau hier über den Lebenspunkten. Die zum Beispiel haben sehr danach ausgeschaut, als ob man die irgendwie schmelzen könnte. Nein, es ist hier wieder Sand! Aber wir wissen jetzt immerhin, wie wir zu der Lebenszelle da unten kommen. Wir müssen nur schauen, dass wir irgendwie den Sand wegbekommen. Dammit. Verdammt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwas... ausgesperrt, sage ich jetzt mal. Also uns irgendwie ausgesperrt im Sinne. Ha! Bah! Alter. Mein Handy macht irgendwelche Sachen. Was? Nein, jetzt bin ich erst auf den Top-Menü gegangen. Aus Dummheit. Apropos, hier, 52% haben wir schon. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Jetzt seht ihr es mal selber. Okay, aber der Baum ist immer noch eingestürzt, wie es aussieht. Oh, man sieht hier übrigens auf der Karte auch den Schneeball. Da. So. So, das müssen wir nochmal probieren.
Ja. Da oben wird es doch garantiert irgendwo ein Secret geben. Nein! Wollte schon genau so stehen bleiben. Nee, das ist aber alles fest. Ah, Moment. Wo sind wir denn hier? Oh, shit. Das ist sogar der richtige Weg. Also der, der gedacht ist. Wir haben keine Energie. Fuck. Komm, einer von euch hat ein bisschen Energie dabei, oder? Kann man die überhaupt töten? Ja, kann man. Ja, nur muss man bei denen Headshots quasi machen. So, jetzt am besten nicht verscheißen. Nicht verscheißen, wollte ich gerade sagen. Und verscheißen natürlich instant. Ja. Okay, da oben. Nee, da oben ist fest. Okay, Shortcut ist schon mal sehr gut. Okay, wir gehen den Weg hier hoch nochmal. Moment, hier drüben gab es aber irgendwo Energie, oder? Und ich will auch wissen, was dort oben ist. Und hier gab es doch irgendwo Energie, oder bin ich dumm? Hey, hier gab es nirgendwo Energie. Okay, und wie kommt man da oben hin? Ah, okay, man kann hier dran. Damn it! Shit, ich bin tot, oder? Ich habe keine Energie mehr. Fuck! Und ich bin tot. Fuck my life! Geht's von hier eventuell besser? Also den Weg quasi reversen? Nee, den Weg reversen geht nicht. Oder zumindest nicht einigermaßen vernünftig. Shit. Das heißt, man hat da wirklich nur einen One-Shot, das vernünftig hinzukriegen, weil sich sonst von der Energie her nicht ausgeht. Damn it! Das ist doch jetzt ärgerlich. Au.
Nein, und da stirbt man auch. Alter, das ist schwul. Das ist so richtig kacke, dass man da so zerquetscht wird und nicht, dass die Pflanze derweil halt offen bleibt. Während man da seinen Stuff tut. Das ist echt beknackt. Ja, das hat gereicht. Ah, okay, hier geht's auch. Ich weiß nicht genau, was das jetzt gebracht hat. Aber vielleicht haben wir da draußen ja jetzt die Möglichkeit. Das könnt ihr mir vorstellen, dass wir da draußen jetzt irgendwie Möglichkeiten haben. Das war dumm. Aber es hat trotzdem gereicht. Immer Energie auffüllen, das ist hier ganz wichtig. Oh, Moment, ich habe eine... Fuck. Ich habe eine Idee, wie wir da hochkommen. Ja! Ja, so. So wird's gehen. Okay, da muss ich fucking schnell sein. Hä? Na, Alter, wie schnell muss ich denn dafür sein? Und ich habe wieder nicht genug Energie, oder? Einen Shot haben wir, glaube ich, noch. Nee, haben wir nicht. Fuck! Das ist jetzt frustrierend. Und jedes Mal muss ich hierher und neu aufladen. Oder ich warte halt ein bisschen, um mir ein bisschen was zusammenzufarmen. Alter, das sind zwei Hardcore-Sprünge mit dem hintereinander. Leck mich doch. Okay, aber ich glaube, ich muss... Alter. Die Sache ist halt hier... Kann ich ja noch einigermaßen hoch... hochschießen... Oh, aber so ist... Alter! Und natürlich, hier sind unten diese fucking Stacheln. Wofür sind die eigentlich außer, um mich abzufacken? Das ist ja nicht was, was schwerer macht. Das ist nur, wenn ich rein... Wenn ich runterfall, werde ich instant gepunished. Oh. Aber habt ihr gesehen, wie lange der da offen bleibt? Ich wette, es ist gedacht, dass man diese lange Öffnungszeit da verwendet. Alter, ich hasse diese Mechanik gerade so sehr. Wenn Leute einfach nicht checken, dass sie mich nicht anrufen sollen, wenn ich schon auflege, instant. Das war so knapp. Also es ist genau das, aber ich muss es besser exekutieren. Ja! Ja! Fuck my life.
Und es wurde instant gespeichert. Gott sei Dank, Alter, ich bin nass geschwitzt. Und das hat nichts damit zu tun, dass es hier gerade 27 Grad in meinem Zimmer hat. Das hat damit zu tun, dass es einfach fucking schwierig war gerade. Alter. Er speichert gar nicht oft genug. Okay, hier wird wahrscheinlich was sein, oder? Ja. Es sah sehr danach aus. Oh, Lichtbruch, Geistersplitter. Achso, Bonusschaden brauchen wir gerade eher weniger. Hä? Ach, bei Impact, oder was? Hä? Einen Lichtstrahl in drei kleinere Strahlen auf. Oder ist damit hier sowas? Nee. Aber haben wir... Okay, ich verstehe das nicht. Es kann sein, dass das irgendwas anderes macht. Außer das. Ich dachte, weil wir es schon hier finden, wird es auch damit was zu tun haben. Oh, ich dachte, man kann da rein. So, hier kann man nicht irgendwo rein, okay. Damn you. Nein, ich hasse diese Mechanik. Darf ich nochmal sagen, dass ich diese Mechanik hasse, dass man von der Pflanze den Maul aufmacht, wenn sie das Maul aufmacht, dass man von der gefickt wird. Man kann hier nicht stehen! Das ist gerade richtig frustrierend. Alter, ich hab bin gesprungen. Alter, wie... Ich bin gerade richtig wütend. Wie komme ich denn fucking nochmal hier weiter? Alter, what the fuck? Einfach nur... Moment, man kann diese scheiß Fickpflanzen doch töten, oder? Und dann steht man einfach...
einfach und man wird getötet. Alter Schwede, regt mich diese Stelle gerade auf. Ich bin so kurz vor dem Rage-Quitten. Was ist das für eine beschissene Hurenstelle? Und ständig wird man von irgendwas angefickt, weil alles ständig respawnen muss. Man kann die Welt nicht töten, ich hasse es so sehr. Und dass man halt kein vernünftiges Underwater-Combat hat. Aber ich kann auch gefühlt... Und man steht eine Millisekunde... Oh, dass man da nicht einfach weggeschoben wird. Das regt mich gerade tierisch auf. Ich krieg gleich einen Hirnschlag. Alter, man kommt da nicht irgendwie anders hoch. Ich... Alter, ich komm... War... Alter! Hallo? Ich... Hurenstelle! Also jetzt mal ganz ehrlich, kann ich hier nochmal ganz kurz was testen? Schaut euch das aber mal an! Hier ist dieser Lichtstrahl! Alter, das... Also an der Stelle, weil die so verfickt ist, hätten sie sich die Gegner auch sparen können. Alter, ich bin total nass geschwitzt, weil ich gerade so komplett ausraste. Vor dem Spiel, ich habe eine Stunde Super Citrus aufgenommen und mir ist nicht mal warm geworden. Diese scheiß Hurengegner hier auch überall. Schau dir das mal an! Ich weiß nicht, wie man hier weiterkommen soll. Ich hab keine Ahnung! Ich weiß nicht, wie man hier weiterkommen soll. Fick dich, du kleines Scheißteil, du unnötige Missgeburt. Pfah. So, wisst ihr was? Das ist die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Das gebe ich ja jetzt schon schriftlich. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt einfach den ganzen Scheißweg zurück auf die andere Ende, weil ich weiß nicht, wie man hier weiterkommen soll. Halt die Fresse! Wie wär's, wenn ihr Hurenkinder mich nicht anruft, wenn ich euch zweimal auflege? Puh. Das sind so Momente, wo ich echt alle und jeden hasse. Das Problem ist, das wirklich große Problem ist, wir kommen auf der anderen Seite halt auch nicht weiter. Alter, ich bin so nass geworden. Ich muss duschen wegen scheiß Ori and the Will of the Wisps. What the fuck einfach nur. Puh.
regt mich gerade so unfassbar auf. Ich fühle mich echt, als ob ich gleich einen Hirnschlag bekommen würde. Ich weiß nicht, weil du kannst. Man kann. Das hier nicht machen. Weil der Lichtstrahl nicht groß ist. Ich habe keine Ahnung, wie es dort weitergeht. Ich muss tatsächlich in der Komplettlösung nachschauen, weil ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Es muss irgendeine Technik oder was geben, die ich einfach nicht packe. Aber vielleicht ist auch ein Bug, wer weiß. Wäre echt schade, wenn ich das Spiel wegen eines scheiß Bugs nicht abschließen könnte. Aber wahrscheinlich bin ich einfach auf einer falschen Fährte komplett. Aber ich wüsste halt auch nicht, was ich hier an der Stelle dann sonst machen müsste. Weil ich habe auch versucht, auf die Top der Pflanze drauf zu springen, wenn sie, also möglichst hoch zu sein und nach links und rechts zu springen. Habt ihr ja gesehen. Keine Ahnung, was man tun muss. Wir sehen uns nächstes Mal bei Ori and the Will of the Wisps. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.